Die CDU ist auf einem historischen Tiefpunkt. Angela Merkel wahrscheinlich so unbeliebt wie nie zuvor. Jetzt ist auch noch ihre Bundestagsfraktion gegen sie. Ist es so, wie viele sagen, ist Merkel schon am Ende? keineswegs. Wir sollten Frau Dr. Merkel nicht unterschätzen. Sie ist ein Alpha-Tier. Also ein Alpha-Pantoffeltier, aber ein Alpha-Tier. Da klingt doch wieder so ein bisschen Kritik mit durch, wenn ich das sagen darf. Sie haben ja Merkel schon häufiger auch im Fernsehen kritisiert. Ja, muss ich ja. Wenn ich sie anrufe, geht sie ja nicht ans Telefon. Und man muss auch ganz klar sagen, die Causa Maaßen hat sie auch wieder viel Sympathie gekostet. Und ich finde, da muss man sich auch mal ein Stück weit ehrlich machen. Ja, und das war ein Vertrauensbruch, ganz klar. Und ich als Gesundheitsminister weiß natürlich, bei einem Bruch, da reicht es nicht, ein bisschen Verband rumzuwickeln. Sie kennen sich ganz schön gut aus. Ja. Und ich finde, man sollte es übrigens auch nicht unerwähnt lassen, dass wir, Krise hin oder her, keine Frage, aber dass wir auch hervorragende Bundesminister haben, die in dieser Regierung ein herausragendes leisten. Sie meinen sich selbst? Das würde ich nie so sagen, aber wenn Sie das so formulieren wollen, vielen Dank. Herr Spahn, was ist denn Merkels Strategie? Wartet sie wirklich die Bayernwahl ab? Hofft sie, dass sich das Problem Seehofer dann von alleine löst? Das ist ein Trugschluss. Aber wissen Sie, ich will jetzt auch nicht hier vorschnell über Horst Seehofer urteilen. Ich bin der Gesundheitsminister und ja, was anderes interessiert mich eigentlich auch nicht. Deswegen möchte ich zu dieser Frage nichts sagen. Das akzeptieren wir natürlich, Herr Spahn. Ja, gut, wenn Sie mich jetzt so drängen. Ja, dann möchte ich vielleicht ein Bild aus dem Gesundheitswesen hinzuziehen. Für mich ist Horst Seehofer so eine Art Herpes. Ja? Ja, er geht dir tierisch auf den Zwirn und wenn du denkst, du bist ihn endlich los, kommt er doch immer wieder. Also Sie sehen jetzt auch kein Ende des Streits. Es könnte tatsächlich zum Bruch der Koalition kommen. Das wäre dramatisch. Das wäre, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Sie finden es aber offenbar ganz erfreulich so als Vorstellung, wenn ich Ihr Lachen richtig deute. Nein. Das wäre wirklich schlimm, ja. Aber auch nicht das Ende der Welt. Naja, man müsste dann einen Nachfolger finden für Angela Merkel. Eben. Gut, da ist natürlich klar, wer sich als erstes anbietet. Ja, das liegt natürlich auf der Hand. Annegret Kramp-Karrenbauer. Natürlich, ja. Aber es gibt durchaus auch männliche Kandidaten. In der CDU, ja. Volker Bouffier. Armin Laschet. Ja, der Hobbit aus Düsseldorf, natürlich. Volker Kauder. Ja, jetzt hören Sie aber mal auf. Hier. Hey, ja, nee, Sie haben recht, Volker Kauder, der ist ja gerade abgemeldet. Nein, Sie haben recht, Herr Spahn. Sie haben recht, Sie haben mich überzeugt. Es ist wirklich so, für die Männer in der CDU ist die Nachfolge von Angela Merkel einfach eine Nummer zu groß. Ja, ich will mal so sagen, ich habe mir Ihren Hosenanzug im Internet bestellt. Mir würde er passen. Habe ich das gerade wirklich laut gesagt? Leider ja. Vielen Dank, Jens Spahn.